Wir hatten ja am 15. März zwei Heimspiele mit der ersten und zweiten Mannschaften gegen Wolfstein. Und dann kam am 13., zwei Tage vorher, praktisch die Absage. Wir waren schon gerichtet mit allem, hatten Getränke eingekauft, Würstchen. Die Brötchen konnte man zum Glück noch abbestellen. Und die ganzen Sachen stehen jetzt im Kühlhaus oder sind eingefroren und warten auf ihre Abnehmer. Aber im Moment steht es ja in den Sternen, wann es wieder weitergeht. Es wurde jeweils dann immer wieder nach hinten verschoben, weil ja nicht klar war, ob irgendwelche Entlastungen kommen und wieder gespielt werden kann. Momentan hat der SBV ja mal das Datum 1. September vorgegeben als eventuell Wiederstart, aber das steht ja alles in den Sternen und mit so einer Zahl können wir es im Moment auch nicht planen. Also unser Kunstrasen benötigt ja zum Glück keine große Pflege, wenn er nicht bespielt wird. Aber das restliche Gelände, das sieht man ja, wir haben ein großes Gelände. Wir haben auch jetzt im letzten Jahr unseren Naturrasen saniert. Jetzt gerade eben im Anfang April nochmal vertikutiert und gedüngt. Und da muss der natürlich auch regelmäßig gemäht werden. Und im April war es ja unheimlich trocken. Da mussten wir schon fast jeden Tag Wasser drauf machen, damit er uns nicht kaputt geht. Und drumherum muss gemäht werden, das Unkraut muss gejätet werden. Also es ist immer noch viel zu tun und ich bin froh, dass da einige aus dem Verein auch mithelfen. Wenn man alles umlegt auf den Monat, haben wir fixe Kosten von knapp über 3.000 Euro monatlich. Und das Geld muss ja irgendwie reinkommen. Zum Glück haben wir eigentlich ganz gut gewirtschaftet die letzten Jahre. Wir haben nur ein paar Rücklagen, aber wenn die aufgebraucht sind, weiß ich dann auch nicht mehr, was wir genau tun sollen. Es gibt ja jetzt seit kurzem diesen Rettungsschirm, dass das Land angekündigt hat. Ab morgen kann man da Anträge stellen, aber wenn ich das richtig verstehe oder gelesen habe, ist das nur für Vereine, die mit dem Rücken wirklich zur Wand stehen und alle Rücklagen schon ausgegeben haben. Ja, wie gesagt, wir kommen da noch eine Zeit über die Runden, aber wenn es dann soweit ist, dass wir auch nicht mehr zahlungsfähig sind, hoffe ich, dass wir dann auch vom Land vielleicht eine Unterstützung bekommen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir irgendwie eine Aktion machen können, sonntags mittags, 15 Uhr, Treffpunkt an der Olympia anstatt Fußball, machen wir unser Kiosk halt auf und bieten Speisen to go an und jeder kann einen Kasten Bier, vielleicht mit einem erhöhten Preis bezahlen, dass der Verein auch etwas davon hat. Vielleicht könnte man sowas mal machen, wenn es erlaubt ist. Muss ich mir noch abklären. Also der SWRV hat ja für den Amateurfußball empfohlen oder hat den Vorschlag gemacht, die Saison jetzt halt so lange auszusitzen und ab dem fiktiven Datum 1.9. wieder laufen zu lassen. Gleichzeitig hat er aber auch die Möglichkeiten für einen Abbruch der kompletten Saison in verschiedene Szenarien dargestellt. Und die Vereine konnten jetzt oder können bis morgen ihre Meinung dazu abgeben, ob sie die Saison weiterlaufen lassen wollen oder ob sie abgesetzt wird. Also wir haben uns hier in Ramstein für einen Abbruch der Saison entschieden. Und wie es dann allerdings gewertet wird, soll dann später noch entschieden werden. Wahrscheinlich wird da sogar ein extra Verbandstag anberaumt, weil das muss auf dieser Ebene dann entschieden werden. Also bei mir geht es ja nicht nur um die Fußballwochenenden. Ich bin ja eigentlich fast tagtäglich irgendwie mit der Olympia befasst, sei es hier am Platz mit Arbeiten ums Gelände oder zu Hause am Computer mit Mitgliederverwaltung oder Buchhaltung. Und daher ist der einzige Vorteil, den Corona jetzt hat, dass ich mehr Zeit habe, auch mal daheim etwas mehr zu arbeiten oder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe jetzt schon einige Projekte zu Hause umgesetzt, die ich mir eigentlich für das ganze Jahr vorgenommen hatte.
Und sitze auch dann halt sonntags mal, letzten Monat hatten wir ja schönes Wetter, mal im Garten und das ist auch mal ganz schön. Aber natürlich vermissen wir den Fußball, sonntags auf den Sportplatz zu gehen und den Fußball uns anzuschauen, Freunde zu treffen und vor allem das gemütliche Beisammensein, das fehlt einem schon. Ich appelliere an unsere Mitglieder, dass sie uns die Treue halten und wegen der Situation nicht austreten, denn wir sind auf die Mitgliedsbeiträge sehr angewiesen. Das ist ein großes Standbein in unserer Finanzierung. Natürlich kann ich es verstehen, wenn es Eltern gibt, die vielleicht kurz arbeiten oder einen Job verloren haben und wir können halt den Kindern im Moment kein Training anbieten, dass sie dann sagen, wir können im Moment nicht, aber da finden wir mit Sicherheit eine Lösung, muss nicht unbedingt in einem Austritt enden. Dann wäre ich außerdem dankbar, weil im Moment haben ja vielleicht einige mehr Zeit, dass sich jemand bei uns meldet, von den Mitgliedern, von den Aktiven und vielleicht auch noch etwas hilft hier am Gelände, sei es Rasenmähen oder Unkrautjäten oder sonst irgendwas. Also es gibt immer was zu tun, das kann ich persönlich bestätigen. Und wenn jemand Lust hat, kann er sich gerne bei mir melden.